So, hallo und alle zur nächsten Folge von CraftTech 5. Ich habe heute, oder was heißt heute, ich habe in der letzten Folge noch den Heli fertig gemacht und würde das euch heute gerne mal zeigen. Ich hätte gemeint, dass ich da mal basteln werde. Komme ich eigentlich hoch? Ja, ich komme hoch. So. Hatte ich mich ja verbaut. Ich habe das nochmal gefixt. Das heißt, die Kufen, auf denen der steht, sind einigermaßen richtig rum und ich habe jetzt mir überlegt, da vorne so einen Scheinwerfer reinzubauen. Ich habe nochmal eine Seelaterne reingebaut. Der ist oben nicht so dunkel, gut, hinten ist noch dunkel, aber wenigstens hier vorne ist einigermaßen hell. Aber kann man so gelten lassen, würde ich sagen. Und dann hätten wir den Heli auch schon fertig. Und von 10 Kilometer Entfernung kommt natürlich mal wieder ein Zombie an, weil Klymus in seinem, was war das, Markt oder was das sein sollte, nicht ausgeleuchtet hat. Das ist sowas von anstrengend hier. Ups, da kommt auch noch eins. Hallo? Tschüss. Okay. Und, von wo kommen die denn die ganze Zeit her? Irgendwo von hier drin oder so? Ist nicht hell genug. Ist einfach nicht hell genug hier. Ja. So, in der Hoffnung, es ist mal Ruhe, wie viele Millionen Fackeln hier immer rumstehen. Muss halt so sein. Gut, das war's jetzt aber. Heute werden wir dann ansonsten ebenfalls noch ein bisschen weiterbauen. Und zwar werde ich mich mal ranwagen und weiter das ausbauen und in ein Endbiom verwandeln. Das heißt, da kommen jetzt Chorus-Pflanzen mit hin, Endstone und werden das hier ein wenig umstrukturieren und mal schauen. Das heißt, wir müssen ein bisschen was abbauen hier. Ganz gutes Stückchen noch, aber dann haben wir es auch schon bald geschafft. Und ich würde hier vorne dann eine Art Mauer hinsetzen aus Bricks, die das Ganze hier so stützt, wo es dann runtergeht. Und da schauen wir mal. So, und dafür würde ich sagen, ja, so ein bisschen hier in der, von dem Gebiet bauen wir noch ab. Ja, vielleicht so ein Stückchen hier oder so. Und dann, ich mal, irgendwo muss halt Schluss sein. Ne? Am Ende baue ich die ganze verwandle ich noch eine komplette Stadt zu zum Endbiom. Aber ich würde mal sagen, wir machen dann hier irgendwo so dann den Strich rein, dass wir so langsam anfangen, dass das jetzt hier zum End wird und dann, dass sich hier noch so vorarbeitet. Wirp, hier so nach hier und dann hier so dann eine Mauer beginnt oder so, wo es runtergeht. Und ansonsten muss ich hier hinten ebenfalls noch wegbauen. Einmal komplette Facette wird weggerissen. Natürlich ist gerade Nacht und natürlich. Na, ich dachte, das ist nur ein Dispenser da. Natürlich sind da Creeper. 10 Millionen andere Mobs. Ich mach mal eben Tag. Dann, ich habe auch gleich nochmal einen Endstone mitgenommen, den ich besitze und es ist erschreckend wenig. Irgendwie hatte ich im Gefühl, dass ich hiervon noch mehr besitze, aber anscheinend ist das nicht der Fall. Ich habe schon zu viel hingebaut. Und dann werden wir wohl noch mal ans End müssen und fahren müssen. Ich muss sowieso noch mein ganzes Luftschiff abfahren. Also ein komplett neues mit allem möglichen drum und dran. Einmal abbauen und dann, ja. Vielleicht kann ich ja ein paar Schalkerkisten machen, die aber leer sind. Und dann stelle ich die Schalkerkisten genau an die Position, wo normalerweise die echten Schalker sind, nicht befeuern. Das wäre doch mal nicht schlecht, oder? Na, gucken wir mal. So, hier noch ein bisschen ausbauen. Was einigermaßen natürlich noch aussieht. Sagt er an Bord das Ende der normalen Minecraft-Welt? Naja. Aber ich meinte eben, dass hier die Abstufung einigermaßen natürlich aussieht. Sowas vielleicht. So, und dann können wir vielleicht hier vielleicht noch die eine Schicht machen, damit du zumindest einmal rumlaufen kannst. Und hier kommt dann ein eine Brick-Mauer dran. So, dann sind die letzten Endstones verbraucht. Braucht man so eine Doppelkiste Endstone oder sowas? Der Baum kommt weg. Damit wir hier mal Platz haben. Stell dann schon die ganze Zeit. Und ja, ich weiß, zum Thema Baum, ich hatte ja da vorne auch noch einen Baum stehen gehabt, und als ich oben gebaut habe, haben viele geschrieben, wen triggert das auch immer, das wag. Die Items sich einsammeln, die auf dem Baum landen, aber Leute, ich muss doch einmal dann runterspringen, die Items einsammeln und wieder hochgehen aufs Neue für einen Purpurblock und das ist mir halt in der Regel nicht wert gewesen, deswegen. Und jetzt ist es mir auch schon wieder nicht wert. Hier, ja, schon kann ich. Ha, einmal hochgelaufen. Achso, genau.
ist doch schon wieder nicht wert, außen rum zu laufen. Da kann ich eine Rakete nehmen. Ja, tut mir leid. So, mach ich hier nochmal zu. Und hier gucke ich mal, wie ich mich dann der Seite hier annähere. Aber hier darf ich auch lauter Steine wegbauen. Weinmeiner, please. Jetzt natürlich nicht. Und ja, ich weiß, mein Zuckerrohrsystem ist voll. Das ist bis oben hin gefüllt. Ich habe da seit langem nichts mehr rausgeholt und in Emeralds umgewandelt, weil ich es irgendwie nicht gebraucht habe. Ja, es ist zwar schön und gut. Ich habe immer Zuckerrohr, wann ich möchte, aber ich kann es schon nicht mehr einsammeln. Alle Hopper hier sind voll. Komplett. Und alles Zuckerrohr, was neu spawnt, wird halt einfach gelöscht. Oder ja, liegt dann da und verschwindet mit der Zeit wieder. Tja, da war noch einer. Aber ich weiß nicht, wohin damit. Traden schön und gut. Brauch aber ewig. Ist nicht so spannend und ich brauche auch die Emeralds nicht wirklich. Aber es ist gut, ein bisschen unser Vorrat zu haben von dem Zeug, falls man mal was braucht. So. Hätte ich das hier ebenfalls fertig? Sehr schön. Okay. Dann brauche ich als nächstes Manstone. Wir fliegen nochmal zum End. Und, beziehungsweise, ne, warte mal, ich habe noch ein bisschen Steine so übrig. Ich kann schon mal die Mauer andeuten. Aber dann fliegen wir zum End und ich sammle auch mal das Luftschiff mit ein. Da muss ich einigermaßen weit wegfliegen, dass ich Dings auch finde, alles, was ich haben will. Ich würde hier mal so machen einfach. Und dann bauen wir hier eine kleine Mauer hin. Beziehungsweise ich darf hier erstmal so durchgehen und die Lücken füllen. Ja, wird mit Bricks gemacht. Okay, dann wurde ich wieder abgeschossen. Soweit so gut. Und dann fliegen wir mal mit einer Rakete zum End. Ich mag es zu fliegen. So cool. So, pass auf. Reicht eine Rakete oder reicht sie nicht? Ja, wir hatten es ja schon mal. So, jetzt ab. Dieses Mal wird sie, glaube ich, nicht reichen. Ich habe nämlich verkackt. Na, wir schauen mal. Ich glaube, ich bin zu niedrig jetzt schon. Ich werde es testen. Einen kurzen Schnitt. Okay, sie wird nicht reichen. Ich bin einfach in die Kiste da fast reingedonnert oder hat einen niedrigen Startpunkt. Wenn ich schon weiter oben starten würde, dann wäre das vielleicht einfacher gegangen. Sind es halt zwei. So, nachdem ich etliche Blöcke geflogen bin, habe ich eine Festung gefunden ohne Schiff. GG. Bin jetzt bei 8300 und 6700, aber hier drüben ist noch eine neue Festung, eine weitere und da ist eins dabei. Das habe ich gerade schon abgecheckt. Haha. ja, hier war definitiv noch keiner und ich werde mich jetzt mal hier breit machen und das Block für Block abbauen. Unten drunter, sieht nicht so aus, als wäre da unten drunter irgendwie alles picobello, aber egal. Ich habe nochmal eine neue Festung geklatscht. Dann kann ich... Ach, komm nicht mehr an, schade. Ja, okay, die ist weg. Schalker Shell gab's auch. Oh, da kommt noch einer angeflogen. Und von ganz weit hinten kommt auch noch einer, oder was? Hallo. So, der kam von der Festung noch, glaube ich. Ja, ja. Tschüss. So, unten ist noch einer im Keller. Eingesperrt. Den holen wir auch mal raus. Sehr gut. Achso, habe ich die Schalkerschelle oben? Nee, die habe ich nicht gekriegt. Oben die Schalkerschelle nehme ich noch mit und dann bauen wir das Ding mal Stück für Stück ab, tüten das ein und nehmen es mit. Ich werde auch erst ein bisschen Endstone farmen und dann werde ich auch vielleicht hier unten erstmal eine kleine Ebene bauen, sodass die Baublöcke nicht runterfallen. Was sie natürlich tun würden, würde ich das hier abbauen. Ja, ich werde eine kleine Plattform bauen. Unten drunter, damit die Items nicht in zwei teilen. Hat eigentlich gehofft, dass ich das... Na egal. Pech gehabt, dass das Schiff nicht über festem Boden ist. Kann passieren. Okay, also erst Endstone Farm und dann dies und das. Ihr wisst schon, bis gleich. So, meine Freunde, ich bin jetzt die Ewigkeiten rumgeschimmelt und hab hier... Hab ich gerade Element angeguckt? War mir nicht sicher. Und auf jeden Fall das Ding abgebaut. Und wenn ich jetzt aber nach oben gucke, da die beiden Kisten sind selbstverständlich noch da.
Und ja, ansonsten sammle ich mal alles ein, was hier unten gelandet ist. Und auch wenn mal ein Block noch komplett ins Void gefallen ist, ist es nicht so wichtig, weil ich kann die zur Not auch nachmachen. Ich habe bestimmt noch irgendwo Purpurblöcke übrig, wenn ich irgendwie Stairs oder sowas brauche. Außerdem kann ich das Schiff, das Originalschiff ist teilweise gefüllt innen mit Blöcken. Aber ich kann da teilweise auch mal hingehen und Dings... Und einen Hohlraum oder so lassen, dann klappt das schon. Okay, damit müsst ihr jetzt alles eingesammelt haben. Und ja, wir könnten mal wieder zurückgehen. Hat die echt ein Weilchen gedauert, das Ganze fertig zu machen. Ich wollte noch ein bisschen lila Glas mit dem zusätzlich. Fällt mir gerade so ein, wenn ich schon mal hier bin. Boah. Hey, ey, yo. Oh nein, habe ich jetzt... Ich dachte, ich schon wieder Enderman angeguckt. Ja, genau, battle euch gegenseitig. Aha. Zwei Schalker-Shells. Gibt nochmal eine schöne Schalker-Box für mich. Und ja. Ich habe gedacht, ich gehe vielleicht nochmal hier durch und blinder das. Schon so lange her, dass wir eins geblindert haben, ne? Aber hier ein bisschen von dem Glas hatte mir noch gefehlt. Und auch ein paar von den Blöcken haben mir gefehlt. Nein, ich werde das nicht komplett abbauen. Aber so ein paar davon kann ich mir ja mitnehmen. Endstone Bricks. Ich habe auch generell Endstone ein bisschen gefahren. Da ich mir die Enderkiste reingesteckt, habe ich hier ein ganze... ganz ordentlich Stückchen der Plattform entfernen. So, von dem Zeug habe ich jetzt aber genug. Brauche ich nicht mehr mehr. Das ist ja schlimm. Ich fresse mich hier durch das End wie sonst irgendwas. Und ja, wenn wir schon mal hier sind, kann ich ja vielleicht nochmal ein bisschen mitnehmen. Ein bisschen abchecken, was hier abgeht. Moment, das Mikrofon mal richtig hinstellen. So. Hallo, wo ist Enderman? Ich würde ein paar Endrods mitnehmen vielleicht. Denn da habe ich noch welche, die mir fehlen. Ein paar Stellen meine ich, wo es mir fehlt, so rum. Verdammt, der ist weggeflogen, egal. So, Hallöchen. Gut, hab ich den? Ja, hier oben war noch einer. Komm schon. Den habe ich aber kassiert, sehr schön. Lass mich einmal runter wieder. Besten Dank, nochmal eine komplette Schalker-Box. Und hier gibt es auch bestimmt eine Kiste, irgendwas, nee. Ja, wird keine Kiste geben, oben wird auch nur ein Einzelschalker irgendwie hängen an der Decke. Oder so, ja, vielleicht hier vorne. Sondern darf ich auch mal hier lang. Okay, habe ich eingesammelt, sehr schön, dann nach innen hoch. Oh, hier steht auch nochmal eine Enderkiste. So, da muss ich gerade mal gucken. Überblick verschaffen. Ja, hier hinten ist einer. Der hat sich weggeportet. Den sammle ich ein. Frage ist immer nur, wohin er sich geportet hat. Unten schätze ich. So wird das nicht. Kann das sein, dass die Box von ihm zu ist und der kann trotzdem rauskloppen? Ja, kann er anscheinend. So. Ja, ich bin hier vor nichts geschützt. Ich darf mal nach oben fliegen. Habe ich mich kurz nochmal treffen lassen, damit ich auch jetzt hier hochkomme. Na komm, sammle ich noch mit ein, dann geht's runter. Ich werde mal checken, was in den Kisten dann ist, aber erstmal hänge ich hier noch so ein bisschen ab an der Decke. So, ich habe den letzten weggeklatscht. Dias nehme ich mit. Und alles Mögliche. Ich kann ja vielleicht auch in meinen Turm oben eine Enderkiste reinstellen. So dekotechnisch. Da hinten ist auch noch eine Schalker-Box, die da rumliegt. Also Schalker-Shell, nicht Schalker-Box. Schalker-Box erst, wenn ich das verwurste. Ja, ich baue mich mal durch. Sehr schön, die hatte ich ja geplündert. Das war die Enderkiste, da hatte ich Zeug zwischengelagert. Hey, die ist raus. Man kann nie genug Enderkisten haben. Stackt sich ja sowieso sehr schön. Und dann würde ich sagen, ja, ich muss es eigentlich nicht ganz plündern. Ihr habt schon so viele Endfestungen-Plünderungen gesehen. Das ist immer so spannend, ne?
So alle Jahre wieder macht man mal eine in einer Craft Attack Folge, aber letzte Zeit habe ich halt so viele davon gemacht. Ist da irgendwas drin vielleicht? Ah, zwei direkt im Manual gespawnt. Oh. Ganz oben ist noch einer. Komm schon, enttäusch mich nicht. Und der, was sag ich doch. Da gibt's nochmal einen Levitation-Effekt. Besten Dank, auch eine Schalker-Shell für da. Ja, und dann begebe ich mich mal wieder zurück nach Hause und fliege da auch mal hin und sichere mal das ganze Zeug. Ja, die Shell, dann nehme ich noch mit. Brauche jetzt gleich noch einen schönen Raketenstart und dann fliegen wir mal zurück. Es gibt einen kleinen Shortcut, ich habe zwischenzeitlich mal einen Ausweg gesehen gehabt. Der war bei 4000 Blöcken oder so, da gab es mal ein Gate. Ich denke mal, das peile ich an. Aha, was sehe ich da? Direkt hier in der Nähe von der Festung. Hey, komm, ist auch ein Ausgang. Ja, schön. Dann gehen wir eben hier raus. Kann man auch mal machen. Oh, kein Enderman angucken. Ich muss jetzt einfach nur hier eine Enderperle reinfluppen. Und dann sollte ich auch hier durch. Aha, rauskommen. Und zwar wieder, dieses Mal einfach nach vorne ins Anfangspunkt rein. Nicht hier oben raus. Ich hätte gedacht, dass man da oben rauskommt auch. Aber nö, das war der Shortcut und ich war bei 6000 Blöcken irgendwie so. Ich meine, von mir aus, nehme ich mal mit. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Endstone hier und dann sehen wir uns gleich wieder in der normalen Welt, wo ich dann die restlichen Blöcke verbaue. Also ich kann was im Teil noch ein bisschen voll machen, ein bisschen was von Insel abbauen. Ich sag's dir, irgendwann wird hier nichts mehr übrig bleiben von dieser Insel, einfach weil hier jeder Endstone gefarmt hat. Ja, wird mal wissen, wofür die anderen Endstone gefarmt haben. Weiß das jemand? Wer hat hier noch Endstone gefarmt und für was? Na gut zu wissen. Naja, ich baue mal hier noch ein bisschen ab und dann gehen wir zurück. So, dann wäre ich auch schon zurück. Wir schauen uns mal die komplette Beute an. Ich habe ja noch ein bisschen Endstone dabei und Schalker-Chests, die werde ich jetzt gleich mal draußen an der Hütte da platzieren, weil da werde ich immer drauf zurückgreifen. Ich werde die auch mal frohen Mutes hier stehen lassen. Ich glaube nicht, dass über Nacht alles geklaut wird. Und wenn doch, kann derjenige was erleben, dann versohle ich ihm höchstpersönlich den Hintern. So, ich war jetzt hier 2 Stunden unterwegs, habe auch Folgen geschnitten, ein bisschen abgebaut, Sachen nebenbei geguckt, keine Ahnung was und ja, das Zeug hätte würde ich gerne behalten, auch mit einer Elytron, was weiß ich nicht alle. Gut, dann fehlt, also die Mauer hier außen fehlt jetzt noch. Muss noch entlang bauen und ich müsste jetzt hier noch ein bisschen weiter basteln und die Erde hier mal wegmachen. Ich brauche die ja gar nicht mehr einzeln, ne? Einfach weg. Nicht schlimm, wenn ich das nicht alles mitnehmen kann. Hauptsache weg. Hier kann man auch wegmachen. Habe ich noch einen Haste-Effekt? Ne, habe ich gerade nicht mehr. Ich dachte, ich hätte noch Haste-Effekt, aber... Ja, also in Terraform kenne ich mich ja noch aus. Ich habe ja zu Genüge schon Berge abgetragen hier in diesem Projekt. Ich weiß nicht, ob ich das in Zukunftsprojekten auch machen will. Das war so eine Zeitverschwendung. Alles hier platt zu walzen, aber... Ja, dann suche ich mir einfach eine andere Location das nächste Mal aus. Das ist vielleicht besser. Was mal hier. Ja, Kohle kann weg und hier kann auch weg. Und dann machen wir mit Endstone zu und so weiter und so fort. Aber wie das weitergeht, das seht ihr dann im nächsten Part. In dieser ist voll. Bis dann, das Krachen und tschüss!